Schön, dass ihr zum Workshop hier mitmachen wollt. Wir werden hier viel Spaß haben. Kurze Anfangsfrage. Sind alle warm? Fühlen sich alle warm? Ja. Keiner will nochmal aufhören. Okay, dann fangen wir an damit, dass ich euch einmal ein bisschen erkläre, worum es bei diesem Workshop überhaupt geht. Ich möchte euch heute einen bestimmten Flow-Drill zeigen. Das ist ein kontinuierlicher Drill, in dem ihr eine kleine Anzahl von sinnvollen Sachen immer wieder üben könnt, um Muskelgedächtnis zu bilden. Das ist eine gute Sache. Ihr kennt das, wenn ihr irgendwie eine bestimmte Sache, ihr wollt irgendwie ins Vorlauf üben und dann müsst ihr wieder resetten und dann macht ihr das nochmal. Da kriegt man irgendwie gar nicht so viel Wiederholung in, sagen wir mal, eine Viertelstunde rein. Es gibt bei Flow-Drills aber auch immer einen großen Nachteil, und zwar, wenn ich weiß, was als nächstes kommt, dann fange ich irgendwann an, es automatisch zu machen. Ich gucke also gar nicht, was mein Partner macht. Kennt ihr sicherlich auch, ne? Wenn der Partner euch eine Aktion provozieren soll, dann sollen wir den hier machen, dann macht ihr irgendwann den hier, obwohl der Partner seine Aktion noch gar nicht gemacht hat. Das wollen wir also vermeiden. Wir wollen uns nicht automatisch irgendwie verhalten. Was ich euch deshalb zeigen werde heute, ist ein Flow-Drill, der eine bestimmte Menge an Zufälligkeit enthält. Ihr müsst also wahrnehmen, was euer Trainingspartner tut. Ihr müsst dann eine sehr beschränkte Auswahl treffen an Aktionen, die ihr sinnvollerweise machen könntet. Da gibt es so eine oder zwei. Natürlich gibt es im echten Leben sehr viel mehr Sachen, die ihr machen könntet, aber es geht darum, eine oder zwei halbwegs sinnvolle Sachen zu automatisieren, sodass ihr die dann auch noch unter Druck einsetzen könnt. Und das wollen wir dann also mit vier Wiederholungen machen, und dass wir auch so ein bisschen im semi-freien Spiel machen können, sodass ihr euer Muskelgedächtnis da bilden könnt. So, und was wir jetzt einmal tun werden, ist, ich werde euch am Anfang mal die Grundform dieses Drills zeigen und wir werden das für vielleicht 10 Minuten etwa mit dem gleichen Partner machen und danach werden die Leute, je nachdem welche Waffen sie haben, uns weiter ein bisschen auf den Partner wechseln lassen. Also den Anfang machen wir mit demselben Partner für 10, 15 Minuten. Deshalb hätte ich jetzt gerne, dass ihr euch alle mal in einer Reihe von dort bis dort aufsteckt, und zwar die Leute mit der kürzesten Hebererfahrung an diesem Ende, die Leute mit der längsten Hebererfahrung an diesem Ende. Das heißt, ihr müsst ein bisschen miteinander reden, wer kann schon jemand machen. Macht es. So. Können wir uns kriegen?
mal wieder in den rechten Oberhaupt geben und wieder ins Unten. In den rechten Oberhaupt. Nice! So, bevor wir das jetzt zusammen machen, nehmen wir einfach mal ein kleines bisschen Platz. Wir haben jetzt gerade gesehen, wir wollen einfach ganz leicht ein bisschen reißen. Machen einfach mal kurz diese Bewegung, um ein bisschen reinzukommen. Genau, nehmen wir jetzt Platz, ein bisschen Platz, Knopf. Rechts oder links aus, wie ihr Fieber wird, verpasst einfach mal und gucken,
ob ihr jeweils immer noch zum Kopf und zur Schulter schneidet oder ob ihr irgendwo hier rumfuchtelt. Okay? Also alle, die möchten, einmal kurz Masken holen. Und dann machen wir das nochmal. Was wir jetzt machen ist, wir haben das Ganze links funktioniert, das Ganze rechts funktioniert. Jetzt brauchen wir ein Verbindungsstück, mit dem wir die Richtung wechseln können, je nach dem Höhen. Und zwar funktioniert das Ganze so, das werden die meisten von euch sicherlich auch kennen. Wir hatten das vor 2 oder 3 Wochen in unserem Langschnellkurs für die Leute, die auf Potsdam sind. Wenn ich die Richtung wechseln möchte, sagen wir mal, wir sind im rechten Fuß, ich habe gerade meinen rechten Oberhaupt gemacht. Normalerweise würde ich jetzt nach hier gehen. Ich beschließe, ich möchte die Richtung wechseln. Ich mache keinen Schritt. Ich zeige es gleich mit Stefan zusammen, sondern ich warte, bis der Oberhaube reinkommt und mache einen Sweep. Also ich mache einen Unterhaube mit der kurzen Schneide, ziehe den einfach so hoch und mache dann so einen steifen Cut, der hier so rumgeht. Und dabei mache ich meinen zweiten Schritt nach vorne. Und damit sind wir dann im linken Muster drin. Also das Ganze funktioniert so. Ich zeige es euch gleich nochmal so. Aber erstmal, damit wir üben es einmal jeder für sich und wir einmal den Ablauf drin haben. Macht mal einen ganz großen Kreis, das ist ein knapper Platz. Ihr stellt euch, dafür, dass ich euch das jetzt hier eine Stunde reinquetsche, sehr gut an.
Aber gerade wenn der andere den Richtungswechsel macht, dann muss man überlegen, auf welcher Seite muss ich den jetzt verlieren und vielleicht findet man das Hängen gegen das Absetzen vielleicht auch ein bisschen unnatürlich. Völlig normal. Ihr steht euch alle sehr gut angepasst auf euren Partner auf. Was wir jetzt machen, ist, wir bringen ein bisschen Variation rein. Das ist ja das erste wo wir eigentlich technisch noch nicht viel gemacht haben, außer Overhauling. Und wir werden jetzt ein bisschen die Partner durchwechseln, damit wir auch mal mit anderen Leuten technisch können, mit der Ausnahme von Leuten, die jetzt keine Langstärke genommen haben. Was wir jetzt mal machen, ist eine sehr simple Technik, und zwar wir machen einfach mal ein Ausweichen. Das ist nämlich auch ganz spaßig. Wenn wir also jetzt in einem Klammern sind, im rechten Muster drin, und ich, du wirst ausweichen, und ich werde eine Nachreise machen. Ja, gucken, wie das aussieht, kommen wir jetzt also mit dem rechten Oberhaupt. Und da, ich komme immer aus dem Flow, zum zweiten Mal in der Höhe. Ist dann rechts hin. Machen wir es nochmal so. Haha! Super! So, und was ihr natürlich machen könnt, wenn der andere es derzeit mitkriegt, dass das passiert, kann er auch ganz schnell versuchen, das entsprechende Hängen da reinzukriegen, was hier festgestellt ist. Wir haben rechts angefangen. Wenn ich dann das Nachreißen mache, ist das ein linker Oberhaupt. Das ist also auch ein Richtungswechsel. Und dann könnt ihr schnell versuchen, wenn das noch gut ist und sagt, ja, wir können, Flug kommt gleich, wir können jetzt das linke Hängen in die Hänge machen. Wenn er es schafft, dann sind wir im Leben. Kann man mal probieren. Ihr werdet sehen, dass da ist nicht so furchtbar für die Zeit, aber wenn ihr es langsam macht, könnt ihr es mal ausprobieren. Also, eine Reihe zurück, oder macht mal vor, und erst mit dem rechten Oberhaupt. Haha, genau. So, ich habe schon bei diversen gesehen, ihr habt das schon ausprobiert mit dem Ausweichen. Wie sieht so die Gefühlslage aus, zeitmäßig? Findet ihr, es ist wenig Zeit, um das entsprechende Hängen zu kommen? Oder habt ihr andere noch? Ja, manchmal, das kommt ein bisschen drauf an, wenn ihr es mit langsamem Tempo macht, habt ihr noch Zeit, die Mitte hochzureißen. Andernfalls nicht. Es ist ja auch andernfalls eine eher natürliche Reaktion, da vielleicht in den Flug zu gehen, wenn jetzt was passiert. Ne? Wenn man überrascht wird, ist der Flug nicht das Schlechteste. Also wenn wir das jetzt mal machen, genau, wir machen es gleich wie eben, ich rufe den rechten Oberhaupt, irgendwann weiche ich das aus. Haha! Genau, dann machen wir erstmal sowas. Das ist die Oh-Shit-Reaktion, ja? Und das Gute ist, wir bauen jetzt die zweite Hälfte des Bildes dazu. Wir haben nicht mehr ganz viel Zeit, wir gucken uns also hier mal die Grundlage an, und wieder zurückkommt das andere. Und wer dann wieder noch ein bisschen Lust hat, kann ein paar Techniken zeigen, wie man dann in diesen Flow einbauen kann. Also sagen wir, das ist hier, das ist irgendwie passiert, ja, steht auf der, oh shit, okay, schnell mal Flug. Jetzt kann man von hier den Flug weiterführen. Das war, was Steff gemacht hat, ist, sagen wir mal, ich bin jetzt ein bisschen Wumms reingekommen, also ich habe die Linie vielleicht noch nicht gehabt und fühlt jetzt, ah, vielleicht soll ich mal winden. So, genau, und wenn ihr das macht, dann, ist nicht gut für mich. So, das wäre eine Situation, die kommt auch häufiger mal vor im Fechten. Deshalb, kurz bevor er wirklich reinläuft hier, sehen wir, was passiert und schieben ihn zur Seite weg. Also gehen wir mal runter in den Fuß, genau wie hier. Und sobald ich sehe, Stefan windet, sage ich, oh nee, das machen wir nicht. Also ich bringe, was passiert hier? Stefan windet und bevor er wirklich reinrennt, ist mein Stärke-Schwäche, dass ich ihn wirklich ein bisschen reflektieren kann. Ich mache so ein bisschen rüber. Erstmal die Spitze aus meinem Gesicht. Das mache ich nicht. Machen wir es nochmal. Das mache ich nicht hier, wenn es schon zu spät ist. Ja? Also da sieht man das Ganze nichts mehr. Das ist hier eine Sache, das ist ganz gut. Ihr wisst, was hier passieren soll. Während es noch in der Mitte des Passierens ist, schiebt ihr das rüber zur anderen Seite. Das ist generell eine ganz wichtige Sache. Also macht das so, der verbindet. Ich sage nö.
Und jetzt, was Stefan jetzt einfach macht, jetzt habe ich ihn so ein bisschen auch Oh-Shit-mäßig rüber gemacht. Das ist nicht super sophisticated, aber es ist meine Oh-Shit-Reaktion, ich bin noch nicht tot. Was Stefan jetzt machen kann, ist, er kommt einfach von zur anderen Seite. Ich sage, oh shit, ach richtig, da war ja was. Ich mache das gleich, ich bin hoch, Stefan sagt, weil er sieht, was kommt. Nö, du gehst es gleich runter. Ich mache die, diesen hier. Und jetzt kann man entweder in diesem guten Hängen bleiben, genau. Ich war hier, ich bin hochgebunden. Er sagt, oh shit, ich komme rum, er geht im Flug. Er windet hoch, ich sehe, was er macht und sagt, nö. Oder so, ich mach diesen hier. Genau, genau. Und einfach nur über irgendwie, genau, ich sag, oh. Wir machen das schön langsam, weil wir im Prinzip wo sind, wo wir uns theoretisch ins Gesicht stecken. Weil hier hätte ich gerne, dass alle die Leute, die Masken haben, sie aufziehen, mit Ausnahme der Leute, die sich vielleicht zugucken kennen, die immer ohne Masken machen, das ist ja euer eigenes Risiko. Aber irgendwas, wo wir die Intention haben, nach vorne zu gehen, mit Masken auf. Und dann sind wir in diesem unteren Hängenteil drin. Also was passiert ist, es kommt im Prinzip einer in den Oberhau und dann kann man sogar direkt rein jetzt von Anfang an, wenn man das möchte. Ja, wenn du irgendwann selber bist, hast keinen Bock, ins untere Hängen zu gehen, gehst du halt hin, bindest hoch, ich sehe auch, ja, ja. Oh, mach ich jetzt dann, sagt der Nachbar, ich komm rum, er geht ins Flug, er wird nicht hoch, ich sag, oh, oh, nein, und so weiter. Und das Ganze können wir wirklich lang machen. Was wir uns dann gleich mal angucken, ist, von da aus zurückkommen, das Oberhängen, das ist nicht besonders schwierig, das könnt ihr jetzt da einfach mal machen. Wenn einer umschneidet, könnt ihr euch überlegen, ob ihr jetzt unter oder vor hängen wollt. Und das probiert ihr jetzt mal ein bisschen aus. Bitte alle Masken auf, die normalerweise auch Masken tragen, und probiert das mal ein bisschen. So, ihr habt alle ganz toll konzentriert mitgearbeitet, das war jetzt viel Content für eine Stunde. Ihr habt schon gesehen, da machen die Leute ein bisschen geguckt, viele Sachen hierbei sind nur eine Möglichkeit von vielen. Und viele andere Sachen, wir haben gerade ein bisschen drüber geredet, also hier, ihr kriegt immer mit euren Flügen viel aggressiver rein und so, ja. Dieser Drill ist nicht das Einzige, was ihr immer mit eurem Flug machen könnt. Das ist eine Option, die man sehr intensiv im Flug, und dann geht man wieder ran und zweitens, wie man diese Sachen üben kann. Da muss man immer ein bisschen gucken, dass man diese Sachen mit dem Abstand macht, der für diesen Drill richtig ist, und funktionieren die halt irgendwie technisch nicht so richtig. Man denkt sich, ja, jetzt bin ich ja schon wunderbar dran. Wieso soll ich das jetzt machen? Die muss man in ihrem Abstand machen, dass die Dinge, die in diesem Bild vorkommen, sie kann. Ich würde jetzt vorschlagen, da wir jetzt mit der Zeit im Prinzip durch sind, man kann in diesem Drill ganz viele Einzeltechniken einbauen. Ich zeige euch nochmal ein ganz kurzes Beispiel mit dem Stefan jetzt hier, was man zum Beispiel machen könnte, wenn man eine bestimmte Sache tun möchte. Man kann zum Beispiel auch den Rumpfhau tun. Was man zum Beispiel tun könnte, ist, wenn ich jetzt im rechten Oberhau tun, wie ist denn dein oberes Hängen? Ja, rechts oberes Hängen. Genau, und er kommt jetzt rum und ich sage, ich möchte bei dem Rumpfhau tun. Kann ich auch den Rumpfhau machen als einen Seitenwechsel, dann muss ich mir den jetzt oberes Hängen. Genau, wenn er jetzt hier kommt. Ja, das kann man alles machen. Also man kann in dieses Muster ganz viele, der Meisterrolle oder andere Sachen, die ihr gerne üben möchtet, Tieren, was weiß ich, kann man alles einbauen und einfach wissen, okay, ich kann das hier reinfügen, dann mache ich das noch in 10 Minuten mit einem Partner und dann habe ich auf einmal einen Kreis zum Beispiel einen Rumpfhau in einer mehr oder weniger lebensechten Umgebung. Das ist also der Sinn dieses Drills. Das Grundmuster ist im Prinzip der Hintergrund, auf dem ich irgendwie eine Bewegung habe, die mehr oder weniger natürlich ist für einen defensiven Fechter und da kann ich eben verschiedene Sachen einbauen. Ja, die sind auch ein bisschen natürlicher. Also was man auch machen kann, eine Sache kann ich vielleicht gerade noch zeigen, also was man auch machen kann, ist, wenn man in den oberen rechten Oberhau, du gehst ins obere rechte obere Hänge. Ja, und ich kann zum einen natürlich dieses Hängen machen, aber wenn ich ein Gefühl dafür habe, wo mein Gegner ist, macht man dann überhaupt, kann ich natürlich auch ein Abstellchen machen. Ja? Also das ist das, was die meisten von uns kennen und vielleicht machen würden. Das kann man auch in den Drill hier einbauen, wenn man das machen möchte. Da kann man sich zum Beispiel überlegen, dass man, wir machen das jetzt mal umgekehrt, du machst jetzt gleich das Absetzen, okay? Wir machen vorher so eins wieder hoch, und dann ist es in den rechts hin. Genau, und jetzt kann ich zum Beispiel mal ein Absetzen hier nehmen. Genau. Genau, bravo, genau. Was man zum Beispiel da machen könnte, ist, bevor ich hier ganz weg dran bin, ich mache einen Schieben, genau, der kann dann zur Seite raufsteigen. Aber das muss ich hier einmal zu Ende machen, das ist einmal gut, aber im Laufe wird es noch gehen. Gehst du mal direkt ins Absetzen jetzt hier rechts? Genau, wenn man das jetzt lieben möchte, hat er mich hier. Mutieren wäre, ich bringe meine Stärke zu seiner Schwäche, gehe in den Daumengriff und mache dann sowas wie einen Schieben, hau nach unten in seine Hüfte und steche da rein. Da wäre er jetzt irgendwie tot und ich hätte ihn hier irgendwie ganz schön. Und was er macht, ist, er macht einen Schritt zur Seite raus und kommt dann einfach runter. Dann gehe ich auf die Linie. Also, dieses, auch wenn er diesen natürlichen Absatz üben wollte, kann man sich dann überlegen, wie komme ich wieder in so ein Muster rein.
30 am Stück immer dann für mich. Genau. Ja, falls ihr dann Lust habt, ich glaube, jetzt haben wir eine Stunde Essenspause. Das ist halbe Stunde. Halb vorher ist okay, dann will ich da auch nicht in die Zeit eingehen. Wenn irgendjemand mit mir das ein bisschen spielen möchte, weil ich die Varianten alle auswendig kann, das habe ich mal in der Natur in die Flotte aufgenommen, weil ich kann mir das gerne machen. Und dann danke ich euch allen, dass ihr so schön konzentriert mitgearbeitet habt.